Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wurmprinzen. Wie die Überschrift schon sagt, bin ich Jurymitglied von einem Design Award und zwar dem BEMS Design Award 2016. BEMS ist ein Unternehmen, das super coole Sofabezüge für IKEA-Möbel herstellt, also für IKEA-Sofas. Mein Mann und ich, wir hatten selber ein IKEA-Sofa über 7 Jahre, also die Qualität ist wirklich ganz cool und man hat lange Garantie. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern darum, dass BEMS eben Sofabezüge für IKEA-Sofas herstellt. Also wer lieber ein bisschen was Verrückteres haben möchte oder etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Schlichtes, Elegantes, wer einfach nicht ein IKEA-Sofa von der Stange haben möchte, sondern eben ein passendes Outfit dafür, der kann eben zu BEMS gehen oder dafür ist BEMS da. BEMS gibt jedes Jahr jungen Designern und Designstudenten die Möglichkeit, ein Design zu entwickeln, beziehungsweise ein Design zu designen quasi für einen Bezug. Und da bin ich dieses Jahr Jurymitglied, da freue ich mich tierisch drüber. Und ja, verlinke euch die Website unten. Heute geht es darum, dass ich euch aufrufen möchte oder beziehungsweise bitten möchte, für diese Studenten abzustimmen. Also ihr habt 5 Stimmen. 4 in jeder Kategorie und dann gibt es noch eine Studentin, die hat es noch mitgeschafft und die bräuchte auch deine Stimme. Also habt ihr 5 Stimmen, die ihr abgeben könnt, für jedes Land eine Stimme und ihr könnt etwas gewinnen. Ihr könnt Produkte im Wert von 500 Euro gewinnen, das ist richtig cool und ja, ich würde gerne mal von euch wissen, ich blende euch mal die 3 deutschen Finalisten ein. Jetzt ratet mal, welches dieser 3 Designs mir am besten gefällt. Da bin ich gespannt, ob ihr das herausfindet. Ja, es sind nicht nur 3 deutsche Designschulen, die es geschafft haben, sondern auch eine weitere Designerin, die eben ein Design entwickelt hat und für die man auch stimmen kann. Alle Studenten hatten einen und denselben Stoff, das ist dieser hier. So sieht das Ganze aus, also ein ganz einfacher, weißer, schöner Stoff mit einer guten Qualität. Und es gab eben die Vorgabe, dass diese Studenten aus diesen einfachen Farben eben ihre auswählen musste. Also es gab die Vorgabe, diese Farben sind es, die Farben müsst ihr auswählen und die wurden auch ausgewählt, also total spannend. Ich liebe ja sowieso Textilien. Textilien sind ja eben das, was eben zu Hause am schnellsten dafür sorgt, dass man Veränderungen schaffen kann und deswegen mag ich Textilien umso mehr. Hier haben wir zum Beispiel Gewinner vom letzten Jahr, da sieht man zum Beispiel das Design. Oh, falsch rum, Basti, jetzt solltest du es umdrehen. Finde ich auch ganz cool. Das ist der Gewinner. Und ihr könnt dieses Jahr entscheiden, wer gewinnt. Also ihr entscheidet, wer gewinnt. Also das Publikum allein entscheidet, wer gewinnt. Das finde ich super schön. Das heißt, ihr habt es in der Hand und die Finalisten brauchen eure Hilfe. Also votet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welches dieser 3 deutschen Designs wohl mein Favorit ist. Ich werde das nicht vor Ablauf verraten, denn ihr könnt bis zum 29. Februar abstimmen und danach werde ich euch sagen, welcher mein Favorit war. Ich hoffe, dass mein Favorit gewinnt. Übrigens der Hintergrund, ja, das ist mein Arbeitszimmer, dazu folgt gleich noch ein Video. Also heute gibt es zwei Videos, denn ihr hattet recht mit dem Thema Arbeitszimmer. Ihr seht rohe Wände im Hintergrund, aber darum geht es nicht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Abstimmen. Stimmt alle fleißig ab für euren Favoriten. Das wird dann auch nicht das letzte Mal sein, dass ihr was von BEMS hört, denn auch ich habe eine Aktion mit BEMS und die folgt dann schon ganz bald, also seid auf jeden Fall gespannt. Ja, ich finde es eben schön, dass BEMS jungen Designtalenten eine große Chance bietet und dann eben neben Marken wie Marimekko oder Designers Guild dieses Design auf jeden Fall in Produktion geht und quasi neben so bekannten Marken dann ein eigenes Design in dem Shop hat. Das finde ich ganz cool. Würde mir persönlich auch gefallen. Was würde ich denn auf ein Design drucken? Ich glaube, es wären Hortensien. Ein Hortensien-Sofa würde ich machen. Das würde mir gut gefallen. Was würdet ihr auf so ein... was würdet ihr designen? Das ist eine schöne Frage. Sehr, sehr interessant. Vielleicht könnt ihr ja dann im nächsten Jahr mitmachen. Also ich würde ein Sofa gerne haben wollen mit lila-pinkfarbenen Hortensien. Komplett, das ganze Sofa. Ein Blumensofa. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Was war wohl mein Favorit? Was für ein Design würdet ihr entwickeln? Und für wen habt ihr abgestimmt? Das interessiert mich. Wir sehen uns gleich wieder bei meinem nächsten Video. Ich danke euch fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Wie sagt Uwe immer, Support ist kein Mord. Schickt mir Schmetterlinge durch die Kamera, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich drauf und auf eure Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Wurmprinz Bastian. Tschüss!